großer Fehler, von dir herzukommen. Ist kein guter Ort für einen Schnüffler wie dich. Wenn's dir jetzt nicht passt, komme ich später noch mal wieder. Ich könnte dich jetzt erschießen, Dulli, aber das wäre zu einfach für dich und es würde mir auch keinen Spaß machen. Nein, ich denke, ich werde dich einfach nur verprügeln. Was zum Teufel ist das? Das ist Officer Lewis, San Diego K9. Ihr seid verhaftet. Stellt euch alle an die Wand, nehmt die Hände über den Kopf und Beine auseinander. Wir ergeben uns. Ich mach keine Witze. Okay, ich sag euch was. Ein Befehl von mir und ihr beißt euch die Kehle durch. Also ab mit euch an die Wand. Mann, hab ich Angst. Wie geht's euch, Jungs? Hab ich mir gedacht. Verschwinde. Du bist ganz schön stur, hä? Zurück. Wie bitte? Ruf bitte deinen Hund zurück. Das hängt ganz von dir ab, Benny. Der Mordanschlag war nicht persönlich gemeint. Das war nur ein Job. Wer war der Auftraggeber, Benny? Keine Ahnung. Ich hab den Kerl nie gesehen. Nein? Komm schon, erzähl keine Märchen. Der Hund hat ja gestern nichts gegessen. Ich hab dir die Wahrheit gesagt. Ich kenne keine Namen. Es wurden keine genannt. Hat doch keiner was davon erwähnt, dass eine Ladung Rauschgift reinkommen soll? Hat keiner was davon gesagt? Ich weiß von gar nichts. Weißt du, Jerry Lee? Nein, nein, warte! Nein, warte! Ich weiß was, okay? Ich hab's nur vergessen, es kommt eine Ladung. Ach, aber es geht nicht an die Straßenverkäufer, es geht nur an einen Mann. Ach, ich weiß nicht, wer das ist. Lunchtime? Nein, 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 schon gut, ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Ein Typ namens Gilliam, ziemlich große Nummer. Er kommt morgen früh an Hotel del Coronado. Er will ganz groß einsteigen. Das ist alles. Sicher? Okay, ich habe ab und zu ein paar Autos geklaut. Und bevor ich Killer wurde, habe ich in ein paar schwulen Filmen mitgespielt. Was willst du doch von mir? Du solltest dich vor dir selber ekeln. Okay, Jerry, komm. Verhaftet diesen Kerl wegen versuchten Mordes. Und den Rest wegen Tierquälerei. Gut gemacht. War ganz nett. War nicht mal schlecht. Aber merk dir eins, ich bin hier derjenige, der das Sagen hat. Michael Dooley, nicht Jerry Lee. Wag es nie, nie wieder, so etwas wie eben zu veranstalten. Jedenfalls nicht, ohne mich vorher zu fragen. Weißt du, was du da drin verloren hast? Deine Kontrolle, die hätten uns töten können. Ich hätte dich hier draußen gebraucht. Wenn sie nun rausgerannt wären, dann hättest du sie hier schnappen können. Hast du verstanden? Ab auf den Rücksitz.